Stadion so voll besetzt wie nie zuvor in der Clubgeschichte. Viele sprachen vom Spiel des Jahres, andere meinten, noch nie war ein so zugkräftiger Gegner, wie es der 1. FC Köln halt im Moment ist, hier in Unterfranken zu Gast. Seit 14 Tagen gab es keine einzige Karte mehr. Und das sind die Gastgeber heute ganz in Weiß mit Hans-Peter Knecht. Man nennt ihn hier in Aschaffenburg nur Bubu. Sonst im Mittelfeld, heute musste er als erfahrener Mann, weil einfach Karl-Heinz Schmidt unter anderem fehlte, als Libero heran. Köln, bis auf Olsen, der kurz vor Spielbeginn doch passen musste, für ihn kam Gielchen in Bestbesetzung. Paulsen mit der ersten Möglichkeit, er war etwas überrascht, der Däne, für den 1. FC Köln, das war nach 18 Minuten. Die Viktoria, erstaunlich selbstbewusst. Sarocca, der Kapitän, Klaus Schwarze hat es gerade gesagt, einer derjenigen, die wir ja aus dem Bundesliga-Geschehen kennen. Ein anderer ist Löhr, dann haben wir noch Höfer und Lohntins, Namen, die Sie sicher kennen. Köln war öfter am Ball, es sah besser aus, was die Spieler und Pierre Littbarski machten. Aber mehr Kampf, mehr Einsatz auf Seiten der Buchmann-Truppe. Uwe Höfer. Ein Schalker Gewächs, über viele Stationen jetzt nach Aschaffenburg gekommen. Hier ist Engels, der Kölner Kapitän. Die Bedingungen gut, es war ein herbstlicher Tag, ein bisschen glatt der Rasen vielleicht, aber ansonsten eine Bombenstimmung. Und die Kölner erst nach 35 Minuten waren sie in der Lage, Klaus Reitmeier, den Torhüter von Viktoria Aschaffenburg, zum ersten Mal überhaupt so in etwa zu prüfen. Das war schon ein bisschen erstaunlich, dass da die Durchschlagskraft etwas fehlte. Das lag auch an den starken Aschaffenburger Verteidigern. Paulsen mit seiner ersten und einzigen echten Chance in der ersten Halbzeit. 0-0 nach der ersten Dreiviertelstunde. Und das war schon einen Beifall wert. Aschaffenburg hatte sein Soll zunächst einmal erfüllt. Zweite Hälfte. Ein junger Mann, 19 Jahre alt, Matthias Imhoff. Und der hat keinem Geringeren als Kohler ganz schön zu schaffen gemacht. Kohler seinerseits unruhig, wollte es seinen Stürmern vormachen, kam dann zu Beginn der zweiten Hälfte immer häufiger mit nach vorne in den Angriff. Christoph Daum, heute 34 Jahre alt geworden, war nicht immer zufrieden mit seiner Mannschaft. Er wollte einfach seinen Mannen hier eine Verlängerung ersparen und trieb seine Mannen immer wieder nach vorne. Das war Paulsen. Banasik, ein Pole, der dann für Lohntins kam. Die Kräfte der Aschaffenburger schwanden ein wenig. Man merkt es an dieser Szene hier. Sarocca hätte aus dieser Chance mehr. Aber es stand immer noch 0-0. Die Kölner verstärkten etwas ihre Angriffe, immer wieder Kohler. Paulsen und Alofs bei Aulbach und Kramminger in bester Obhut, den beiden Aschaffenburger Außenverteidigern. Und ganz außen machten Löhr und Kramer, den wir gerade gesehen haben, zu. Und dann dieses Foul von Görz an Sand. Schiedsrichter Fuchs, der nur einmal gelb zeigen musste, hatte mit den Akteuren beider Mannschaften keine. Knecht. Im letzten Jahr schoss er 15 Tore in der Zweitliga, heute also Libero, aber bei den stehenden Bällen, da kam er dann immer wieder mit nach vorne und da war der Ball im Tor. Uwe Höfer in der 83. Minute. Ja, man musste um die Gesundheit einiger Zuschauer fürchten, ein unbeschreiblicher Jubel, schauen Sie sich das noch einmal an. Uwe Höfer steigt am höchsten, überwindet Bodo Ilgner 7 Minuten vor dem Abpfiff. Sollte das die Sensation sein. Was jetzt folgte, war ein Krimi, liebe Zuschauer. 7 Minuten lang ein Bombardement auf das Tor der Aschaffenburger. Zunächst Engels. Alle kamen sie mit nach vorne. Ob Kohler, ob Görz, Hönnerbach, auch natürlich Paul Steiner, der Libero. Hier Görz. Bester Mann auf dem Platz, Klaus Reitmeier, der fast 1,90 große Torhüter von Viktoria Aschaffenburg. Unglaublich, was er alles hielt, und er hatte Glück.
Baranowski, der wie Woodcock eingewechselt wurde, schoss an den Pfosten. Das muss man noch mal sehen. Das war 120 Sekunden vor Spielende. Eine unbeschreibliche Drama. Und immer noch war das Spiel nicht zu Ende. 92. Minute, der Schiedsrichter ließ nachspielen. Pierre Littbarski, der fast alle Ecken nach innen brachte. Dann Steiner. Tja, Sie können sich vorstellen, was da los war am Schönbusch. Und dann war das Spiel zu Ende. Köln ist ausgeschieden. Die Sensation schlechthin. 13 Mal ungeschlagen in der Bundesliga. Nie mehr als einen Gegentreffer hingenommen. Und nun verliert der erste FC Köln beim hessischen Oberligisten Viktoria Aschaffenburg. Ich weiß nicht, was Udo Lattek mit seinem Pullover macht. Er war unansprechbar nach dem Spiel. Und ich glaube, dass auch Christoph Daum die Geburtstagsfeierlichkeiten ganz schön verdorben wird. Ich habe Ihnen einen anderen Mann vors Mikrofon geholt. Liebe Zuschauer, wir haben Lothar Buchmann bei uns und Sie können sich vorstellen, dass hier, ja, man kann schon fast sagen, die Hölle los ist. Lothar Buchmann, das ist der Traum eines jeden Trainers. Wann haben Sie gespürt, gefühlt, dass die Sensation möglich ist? Eigentlich zur Halbzeit. Ich habe meinen Jungs zur Halbzeit gesagt, dass wenn wir noch eine Zeit lang durchhalten, sich für uns Chancen ergeben werden. Und wenn wir weiter so konzentriert sind, werden auch die Kölner nicht mehr alles wagen können. Es wird für sie Probleme geben. Also das war zur Halbzeit schon erkennbar. Sie haben vor dem Spiel, ich war dabei mit Udo Lattek, noch ein bisschen gescherzt und er hat gesagt, erzähl mir nichts, ich weiß, wie schwer das ist, bei so einem kleineren Verein mit dieser Zuschauerunterstützung zu spielen. Haben Sie da auch schon ein bisschen gemerkt, naja, der ist sich nicht so sicher? Es ist richtig. Als ich nach dem Gespräch mit dem Udo in die Kabine kam, habe ich gesagt, der Udo sieht in dem heutigen Spiel Probleme. Denn die Art und Weise, wie er mir geantwortet hat, und er ist ja ein alter Hase in diesem Geschäft, also noch älter wie ich, der ganz genau spürt, dass heute vielleicht die Möglichkeit besteht, auszuscheiden. Also das war aus dem Gespräch, wie Sie richtig erkannt haben, rauszuhören. Was war für Sie entscheidend? Wer hat Ihnen imponiert, abgesehen davon, dass die Mannschaft großartig gekämpft hat? Ja, entscheidend war schon, dass der Bernd Gramminger mit den Pausen super klarkam. Nicht? Er hatte ihm die Bälle abgelaufen, sodass die Spitzen, genau wie Alofs, gegen Aulbach Probleme hatte, also für uns nicht diese Gefahr bedeutet haben, sodass die Kölner also aus der zweiten Reihe schießen mussten. Das haben sie nicht sehr gut getan und dadurch ihre spielerische Überlegenheit, oder sagen wir ihre Feldüberlegenheit, nicht so zum Tragen kam. Und dann natürlich die geschlossene Mannschaftsleistung. Herr Buchmann, Sie haben schon gesagt, in der Hessenliga ist es mir manchmal ein bisschen langweilig. Heute haben Sie für eine Riesensensation gesorgt. Und nun schauen Sie natürlich auf den morgigen Sonntagabend, denn dann will man dann traumlos vielleicht Bayern München. Ja, ich nehme auch Bayern. Also ich meine, wir für unsere Fans hier, ich sage das jetzt nicht, weil wir vielleicht größenwahnsinnig werden, aber unseren Fans würde ich wünschen, dass sie wieder einen attraktiven Gegner hier bekommen, weil sie haben so super mitgemacht heute. Und wenn wir ihnen wieder etwas bieten können, wäre das natürlich fantastisch.